So, guten Tag. Heute stellen wir Ihnen einmal vor, wie die Rota Tauro VC Variante B montiert wird. Zuerst einmal, hier haben wir das Vorschaltgerät, hier ist das Quarzglas, hier ist die Birne und hier ist das Kopfteil. Das Kopfteil besteht aus zwei Elementen. Sie lösen bitte das eine Element, feuchten etwas den Ring an, schieben dieses vorsichtig auf das Quarzglas. Deswegen etwas anfeuchten. Nehmen die Birne, fassen Sie aber bitte nur an den Keramikteilen an. Und hier ist wichtig, hier gibt es nur eine Position. Also es ist nicht vertauschbar, hier gibt es eine Position. Und diese drücken wir fest rein, dass die einen richtig festen Sitz hat, so wie hier. Fügen das Glas bis zum Anschlag. Und drehen jetzt das Gewinde handfest. Prüfen den Sitz. Birne sitzt fest. Und jetzt können Sie die gesamte Lampe eintauchen mit dem Kopfteil. Und das Gerät ist funktionsbereit. Bitte achten Sie darauf, dass Sie nicht in die eingeschaltete Röhre schauen. Dort kann es so ganz gravierenden Augenschäden kommen. Unterhalb des Wassers darf die Lampe nur betrieben werden. Zur Demontage oder zur Reinigung jedes Mal bitte den Netzstecker ziehen.